Heute sind wir in Sevilla. Sevilla, eine Stadt voller Lebensfreude. Entdecke mit uns zauberhafte Orte, Straßen und Plätze. Fühl mit uns die Magie, die durch die Stadt zieht. Sevilla in 5 Minuten. Die Alcázar ist ein maurischer Palast mit schönen Sälen und tollen Gärten. Jeder, der einmal hier gewesen ist, kann es bestätigen. Diese Burganlage entführt dich in unterschiedliche Welten. Eine Erfahrung, die du nie im Leben vergessen wirst. Ja, aber das ist aber schön. Ja. Schon seit dem Mittelalter dient der Palast als Residenz der Könige. Und jeder von ihnen gab der Architektur dieses Gebäudes einen eigenen Charakter. Heute noch ist der Palast die offizielle Residenz der spanischen Königsfamilie. Wenn man sich dieses Monument anschaut, kommt man nicht aus dem Staunen raus. In der Kathedrale liegen die sterblichen Überreste von Christoph Kolumbus. Die Kathedrale von Sevilla war mal eine Moschee und ist heute eine der größten Kirchen der Welt. Noch mehr Infos zu Sevilla und zu weiteren Städten in Andalusien gibt es in diesem praktischen Reiseführer. Weiter geht's zum nächsten UNESCO-Weltkulturerbe von Sevilla. Das Archivo General de Indias ist allein schon wegen der Architektur sehenswert. Der Eintritt ist frei. Von den historischen Bauten zum futuristischen Parasol. Mehr Kontrast geht nicht. Der Metropol Parasol ist das moderne Wahrzeichen von Sevilla. Das Kunstwerk wurde von einem deutschen Architekten entworfen. Der Plaza España ist für uns der schönste Platz in der ganzen Stadt. Gönn dir eine Ruhepause und entspann dich auf den Bänken. Die Kacheln an den Wänden repräsentieren übrigens die 49 spanischen Provinzen. Bei einem Spaziergang durch Sevilla bekommst du oft das Gefühl, dass du dich in einer Filmkulisse unter freiem Himmel befindest. Einfach traumhaft, oder? Mit durchschnittlich 300 Tagen Sonne im Jahr kannst du Sevilla zu jeder Jahreszeit besuchen. Sevilla gilt als die Stadt der Tapas. Die besten Tapas-Bars gibt's im Viertel Santa Cruz. Con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue. Nach einem leckeren Dinner schauen wir uns Flamenco an. Ein Muss bei jedem Sevilla-Besuch. La, 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 la casa del merengue. La, 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 la. Y la casa de la bachata. Eine weitere Tradition ist der Stierkampf. Stierkämpfe sind in weiten Teilen Spaniens erlaubt. Was hältst du denn davon? Schreib uns deine Meinung ins Kommentarfeld. Adios de Sevilla! Und Malaga ist nur 2 Stunden von Sevilla entfernt, also schau doch direkt unser Malaga-Video.